Weiße Möwe. Zaunrübe, Meteoritenbarren. Molay-Pfeil, Zaunrübe. So. Hier unten ist nämlich ein Keller, der ist sehr wichtig. Ab diesem Punkt nämlich, Alchemistenpulver, Brot. Sieht man nämlich, hier unten ist so ein blutiger Altar. Hier hängt was, das sieht alles sehr düster aus. Florent, Floren. Und das ist ja nun mal quasi der Altar für die Mumen und für alles, was sie stehen. Und ihre Sklaven quasi. Hier dachte ich noch, okay, sie haben vielleicht Tiere geopfert oder so, von mir aus. Das ist in dieser Welt nichts Besonderes. Aber da lag ein menschliches Skelett. Das habe ich tatsächlich auch erst später entdeckt, aber beim ersten Mal bin ich nämlich hier rüber und habe ich gedacht, oh, hier ist ein verstecktes Skelett und eine Leiche. Die noch ziemlich beisammen ist. Die Leiche schon gelootet? Ja. Und ab dem Punkt habe ich mir gedacht, ne, die Mumen können nicht nett sein. Selbst wenn sie hier vor Ort vielleicht sowas wie Subgötter für die Leute sind, die alle abergläubisch sind und ihnen vielleicht sogar helfen. Sie haben schon von Flüchen geredet, das sind quasi Hexen. Man sollte aufpassen. Ne. Ich wollte eigentlich, kann ich das Ding nicht nochmal zumachen? Doch. Weil dahinter ist noch eine Pflanze, da komme ich bestimmt auch so ran. Nee, komme ich nicht. Ja, dann lasse ich sie da stehen, ist mir jetzt egal. Also ich soll jetzt noch niederwürgen. So, speichere hier mal. Und wie gesagt, also hier fand ich die Mumen echt unfreundlich und deshalb mein Bild für viele Charaktere hat sich in dieser ganzen langen Questreihe sehr geändert. Und dadurch ist es unter anderem meiner Meinung nach auch dazu gekommen, dass ich... Oh, Banditen. Nein, ihr seid Banditen, fickt ihr euch. Dass ich womöglich mein Bild von Charakteren so stark geändert habe, dass ich andere... Oh. Ich wusste nicht, dass es gleich in die Luft fliegt. Dass ich andere Entscheidungen, sage ich jetzt mal, getroffen habe. Und dadurch kam es vielleicht dazu, dass die Quest einen anderen Pfad angenommen haben. Aber ich habe jetzt, ohne dass ich sogar tricksen muss, nochmal die Chance, das wieder gut zu machen. Aber das erkläre ich euch je nach Charakter, wenn es soweit ist. Dann erkläre ich euch, was ich mir in dem Moment gedacht habe. Sind nämlich ein paar gar nicht mal so unwichtige Sachen bei. So. Hansi ist am Singen. Ein glückliches Gottlingkind. Göttling? Wie in die Göttling. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Meine Lieben? Gottes Willen. Würde mich ja von meinem Chef, sage ich jetzt mal, hier jetzt meinen Lieber anreden lassen wollen. Na komm. Toll, genau der Bogenschütze. Genau der wurde nicht getroffen. Ja, Schild ist gerade ungünstig. Der auch so ein Krummschwert? Ich dachte schon. Ich kann ja nicht fluchen. Das machen die Mumen. Dafür sind die hier zuständig. Ich finde es echt schade, dass sie mit ihren Schildern sich immer so zur Seite drehen. Hab ich ihn geteilt? Naja, nur sehr stark geblutet. Hatte der nicht gerade noch Loot? Ja. Ah, fehlender Langschwert. Fehlender Langschwert. 200 ein stumpfes Beil. Fehlender Langschwert. Bei irgendeinem hier bei der Quest hatte ich dann auch noch gute Sachen gefunden. Die waren es offenbar nicht. Also hier gäbe es jetzt nicht irgendwie krasse. Angrenischer Kürass.
Runde kann ich das lang schwer. Ein Schema zumindest. Naja, da ist es nicht cool. Nicht, dass ich dann hier so ende wie in die Elder Scrolls Online, dass ich halt Klassenrüstung quasi, ich will hier schwere Rüstung und richtig schöne haben und bla. Also so starke. Und dann gucke ich irgendwann nicht mehr auf die weißen Sachen nach 20 Leveln, die dann mittlerweile auch schon viel stärker sind. Das hatte ich bei Teso, das Problem. So. Dann nach Niederzwirn. So, die Tiere. Ein Jägerdorf quasi. So. Gerber, Entfleischung, Gerber heute von Rehen, Wölfen und Bären. Preisverhandlungssache. Robert. Töpfe und Keramik aus eigener Herstellung. Biete Töpfe, Becher und Vasenfeil, geformt und gebrannt von reinem Lehm aus Kleinweg. Ganz nach eurem Geschmack. Dekoriert oder schlägt, aber alles so hübsch wie ein Milchmädchen und doppelt so robust. Anzählen. Stopf- und Flickarbeiten. Wenn man es anziehen kann, kann ich es flicken, nähen, ausbessern oder anderweitig wieder wie neu werden lassen. Habe schnelle, sichere Hände, Garn und Flicken sind im Preis enthalten, aber wenn es mehr als einer Elle Stoff bedarf, müsst ihr den Stoff mitbringen. Zahlung in Eiern, Getreide oder Kartoffeln bevorzugt. Antonia. Antonina? Ne, Antonina hieß sie, glaube ich. Rattenfänger ist in der Gegend. Befreit eure Hütten und Höfe von Mäusen, Ratten und anderen pelzigen Ungeziefer. Gegen geringfügigen Aufpreis kümmere ich mich auch um Krabbelfiecher. Schnell und wirksam mit den neuesten natürlichen Methoden, die weder Pflanze noch Nutzviecher haben. Besondere magische Flöte aus Hamelnstein. Vernünftige Preise, Wirksamkeit garantiert der Rattenfänger von Hamelnstein. Allerlei Flechtwerk. Flechtwerk aus Weide und Birke. Körbe, Matten und mehr. Wir flechten aus weißer und gefärbter Weide mit oder ohne Rinde. Auf Anfrage stellen wir auch Möbel, Besen und weitere Haushaltsgegenstände her. Natürlich keine Kochtöpfe, Preisverhandlungssache, Feldfrüchte besonders willkommen. Matri und Töchter, ja, die haben mir Hunger. Aber hier haben die haben ja offensichtlich gerade Probleme, wie die Mumen gesagt haben. Gebe mein Fido an den, der sich um ihn kümmern kann und verspricht, ihn nicht zu essen. Ich hoffe einfach mal, wir kriegen den später noch, den Hund. Kann ja so ein nutzloser Hund sein, der nichts kann, aber ich hätte gern einen Hund. Lieber braver Hund, gehorcht dem, der ihn füttert. Aber ich habe kein Futter mehr. Idealer Wachhund für Hof und Garten. Idealer Hütehund auf der Weide. Schläft gerne in der Scheune. Wer ihn nehmen kann, soll zu Baxter kommen. Ja, würde ich gerne tun. Aber mir wurden jetzt auch neue Orte angezeigt. Vielleicht gibt es den Hund wirklich irgendwo. So, und diesen Teil hier, genau ab hier zum Beispiel, kennt man den auch aus einem Trailer. Das habe ich auch bei der verlorenen Aufnahme gesagt. Und dadurch sind halt kenne ich halt diese Quest schon großartig, hab nur einen kleinen Denkfehler gemacht, der dann quasi meine restlichen Entscheidungen beeinflusst hat. Und das war dumm. Es war vom Gedankengang her ziemlich smart, nur im Endeffekt habe ich was verwechselt, kann man schon so sagen. Und deswegen lief es nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Brot. Bierflasche. Mit Rüdenbarren, Zwergenschnaps. Ich würde mal noch sagen, Zwergenschnaps bestimmt so ein Schnaps, der irgendwie Schuhe auszieht. Hallo. Ja, eine coole Überkämpffrisur. Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und schon wieder Sümpfe. Zurecht? Im Trailer, bzw. in der englischsprachigen Fassung, das ist so ein richtiger Dorftrottel. Hat so, ganz gemeinen schottischen Dialekt. Also, hey, yo, mate. Ja, Meister. Und so wortkarg wie er ist, passt nicht, dass du zu ihnen gehörst. Er hat jetzt Angst vor uns wegen den Mumen. Ich gehöre aber ich mag die Mumen nicht. Bin geschäftlich hier. Die scheinen ja offensichtlich Menschenopfer zu haben. Also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder.
Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle, da wurde es plötzlich mitten am Tag finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm. Ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Das trifft ganz gut. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Mann, auf. So, und ihr seht da oben diesen riesigen Baum. Den haben wir ja schon mal vom Wasser aus gesehen, glaube ich. Guck mal schnell. Das müsste der sein. Ja, müsste eigentlich sein. Genau um den geht es jetzt nämlich. Ist das hier eine Ruine? Ach, das war bestimmt mal eine Brücke. Nee. Ich hab auf die Map geguckt. Turmruine eines Adligen. Ob ich mich hier mal umgucke? Beim letzten Mal bin ich hier nicht lang geritten. Schema überlegenes Bärenstahlschwert. Bin ich hier doch beim letzten Mal? Also das ist mit dem Bärenkram. Kann auch sein, dass ich das davor schon mal hatte. Und jetzt was ähnliches gefunden habe. Bandalur Buttermesser. What the fuck? Das hier war ein extra Raum offensichtlich. Die Kiste ist anscheinend leer. Aber ich habe mich vertan. Das war's ja anscheinend. So. Dann gehen wir mal weiter. Beweg dich! So. Müssen wir endlich gleich angesprochen werden. Ja, jetzt. Zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Kommt, ihr Wölfe. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Rohes Fleisch. Rohes Fleisch. Nicht Petersilie. Rösel. Rohes Fleisch. Auch die Frauen wurden nicht verschont. Ja. Hier ist nämlich der Punkt, diese Macht ist quasi ein Feind der Mumen. Wurde durch die Mumen verflucht. Wird jetzt durch uns wiederum rückgängig gemacht. Da ja die Dorfbewohner offensichtlich auf der Seite der Mumen sind, was dieser Macht hier nicht gefällt. Deswegen schlachtet die Macht einfach mal auch die Dorfbewohner, auch die Unschuldigen ab und die Frauen und Kinder und was auch immer. Ein was nicht cool ist. Ja, sogar Kinder. Und genau das ist der Punkt. Und hier habe ich mich ein bisschen verleiten lassen. Ich dachte mir, okay, ich mag die Mumen nicht.
der Feind meines Feindes ist mein Freund, so nach dem Motto.